auf, am Morgen gleich erstmal deinen Kaffee zu trinken, wenn du aufgestanden bist, und zwar, wenn du dieser sogenannte Stresstyp bist. Wusstest du, dass dein Cortisol-Level am Morgen, also dein natürliche Cortisol-Level, am Morgen am höchsten ist? Denn der sorgt für die nötige Energie, um richtig in den Tag starten zu können. Wenn du mir schon ein bisschen folgst, weißt du, dass beim Stresstyp vor allem auch das Thema Bauchfett ganz wichtig ist, ja? Denn zu viel Cortisol oder auch viel zu wenig Cortisol im Körper hemmt deine Fettverbrennung. Und warum jetzt genau der Kaffee die falsche Option ist, gleich am Morgen, das sage ich dir jetzt. Kaffee? Beziehungsweise das Koffein in diesem Kaffee triggert nämlich deine Cortisolproduktion. Das heißt, dein Körper ist eh schon mit zu viel Stress beschäftigt und nun sorgst du dafür, dass noch mehr Stress produziert wird. Und nein, du musst jetzt nicht auf den Kaffee verzichten, aber warte einfach mal 30 bis 60 Minuten nach dem Aufstehen und dann senkt sich dein Cortisol-Level und dann ist es auch nicht mehr so dramatisch. Und wenn du noch mehr Tipps zum Stresstyp brauchst, um dieses lästige Bauchfett loszuwerden, nutze den Linktree in meinem Profil, klick auf das WhatsApp-Zeichen, schick mir eine Nachricht durch und ich zeige dir, wie du erfolgreich dein Bauchfett reduzieren kannst.